Sorge ist, dass ich die Anführer der Salamandra aufspüre und Asa Javed töte. Das würde ich gerne sehen. Wenn es euch gelingt, dann kommt zu mir und ich belohne euch großzügig. Und solltet ihr die Salamandra vernichten, würde ich euch für eure Bemühungen entschädigen. Es wird gewiss nicht leicht sein. Es ist möglich, dass ich wiederkomme. Ich zähle auf eure Unterstützung. Ich helfe gern, soweit ich es vermag. Auf bald. Ja? Hat er mir jetzt echt 600 gegeben? Ja, ich würde den Rest genau noch an ihn verkaufen. Ja. Wie laufen die Geschäfte? Glaubt ihr, ich verkaufe Runkelrüben? Ich mache Geschäfte, die ihr nicht einmal erahnen könnt. Verstehe. Ihr seht ohne Zweifel Gespenster. Ich warte hier auf wichtige Neuigkeiten. Reden wir. Ja? Wie ich hörte, sollen Kreaturen den Warentransport gefährden. Ja, ich nehme an, ihr fragt nicht aus reiner Neugier. Ich hatte gehofft, dass jemand für ihre Beseitigung zahlen würde. Ich vielleicht. Der Landungssteg im Sumpf ist wichtig für meine Geschäfte. Wegen dieser Kreaturen musste ich Einbußen hinnehmen. Wie sehen die Bestien aus? Es sind Ertrunkene. Sie kommen nachts raus, zerstören Waren und ermorden Träger. Ich würde 400 Orens zahlen, um sie loszuwerden. Mit dem größten Vergnügen. Oh ja. Reden wir. Ja. Kann ich ihm die restlichen Dinger nicht bringen, oder was? Das Leben in der Armee ist hart. Das ist ja hochgradig kacke. Seid wachsam. Britannischer Kaufmann? Ich persönlich habe nichts gegen Hexer. Leuwarden gab mir den Rat, meinen Anteil an die Spedition zu verkaufen. Ist hier sonst niemand, der irgendwas kauft? Neuwiesimer Tor, Lagerfeuer. Die Waren vom Kauf von Leuwarden. Boot des Fährmannes. Okay. Und fährt er uns, ja? Fährmann. Transportdienstleistungen günstig wie nie. Wohin fahrt ihr? Ich bringe euch von Visima zu den Sümpfen und wieder zurück. Okay. Wir sehen uns noch. Gut zu wissen. Darf ich mal? Hilf mir mal bitte. Zum Teufel damit. Die Banditen mit dem Salamanderabzeichen verlangten Gold als Schutzgeld. Wartet jemand auf die Fähre? Das Wasser sieht echt geil aus. Zwar kein RTX und so. Interessant. Aber so wie hier, aber ich muss sagen, es sieht echt gut aus. Kann ich jetzt wirklich die Abzeichen nur an sein Boot verkaufen oder was? Das fände ich auch nicht so gut. Die sollten überall Kaufmänner, aber keiner kauft was. Tolle Idee. Keinen Augenblick hat man Ruhe. Altvisima, auf der anderen Seite des Tores tötet die Katriona-Pest jeden Tag Dutzende. Ich fürchte, die Quarantäne ist sinnlos. Ich will da rein. Komm ich natürlich. Nein, das war ja klar. Also ich komme von hier in den Sumpf. Das Ungeheuer des Sees. Ja, hab ich. Kann ich aber leider nicht zurück. Vielleicht kann ich vom Sumpf aus ja zurück. Faustkampf, Geheimnisse, gesucht, Ratten. Spukhaus. Sicherer Hafen, das wollen wir machen, ne? Zack. Mehr gibt's hier auch nicht. Dann kommt vielleicht später noch rein. Dann lass uns mal rüber schippern. Seid wachsam.
Du kaufst die immer noch nicht, ne? Ich muss jetzt nochmal gucken. Ich will die Abzeichen loswerden. Nee. Macht er nicht. Scheiß Idiot. Gut, dann lass uns mal rüber. Ich weiß doch nicht, wohin rüber. Darüber, darüber, darüber oder darüber. Hier. Bringt mich auf die andere Seite. Die Zeit steht nicht still. Habt ihr euch entschieden? Ja, rüber. Kann's losgehen? Wie oft wollt ihr noch fragen? Zum Sumpf. Zack, zack. Ich muss Ertrunkene, mal wieder Ertrunkene töten. Aber vielleicht gibt's da tote Ertrunkene für unsere Zungen. Und wilde Hunde. Glaube ich zwar nicht, aber okay. Wir gucken mal. Schnupperter Hund. Wartet jemand auf die Fähre? Jean-Pierre. Ah. Der schnuppert nur. Ausdünstung. Ja, braucht ihr ein Boot? Ertrunkene und nasse Füße. Mehr finde ich hier wohl nicht. Da ist ein Ertrunkener. Wer seid ihr? Ein Hexer. Schau an, schau an. Und ich dachte, Leo Bonhard hätte euresgleichen ausgerottet. Nie von ihm gehört. Und das werdet ihr auch nicht mehr. Früher oder später trifft jeder in unserem Metier auf einen, der besser ist als er. Und was wäre das für ein Metier? Kopfgeldjäger. Was führt euch hierher? Ich bin wegen der Anzeige hier. Endlich! Habt ihr die heute? Ich komme wieder, sobald ich die Pelze habe. Ich werde hier sein. Wer war Bonhard? Der alte Leo war eine Legende. In gewisser Weise war er wie ihr. Er tötete emotionslos. So wie ihr einen lahmen Ertrunkenen töten würdet. Er war der Beste. Groß, schlank und... Ein Blick aus diesen leeren Augen konnte einen gestandenen Mann brechen. War er ein Magier? Nein. Er tötete einige Hexer. Solche, die die Bauern gegen sich aufgebracht hatten. Magische Tricks und Hexerreflexe waren nutzlos gegen ihn. Aber er ist tot. Man könnte sagen, er hat seinen Meister gefunden. Ja. Gebt auf euch acht, Hexer. Immer noch. Lebt wohl. Großväterchen. Großvater. Ziegelbrenner. Nichts über Fleisch. Alter Ziegelbrenner. Tür zu Waskas Haus. Hallo, mein Junge. Ich bin nicht euer Junge, Großväterchen. Ihr habt meinen Namen erraten. Hier nennen mich alle Großväterchen. Mir gibt man alle möglichen Namen. Meistens Geralt oder krätzige Missgeburt. Die Leute übertreiben. So hässlich seid ihr auch nicht. Nicht so ungut. Schon gut. Zweifellos bekomme ich noch mehr Krätze, wenn ich wieder durch diesen verdammten Sumpf stapfe. Ja? Ich suche Arbeit. Schwerter. Ich glaube, ich weiß, welche Art von Arbeit ihr sucht. Vielleicht könnt ihr mich zur Kapelle begleiten. Ich bin alt und kann Ungeheuer nicht mehr so gut mit meinem Stab abwehren. Verpisst euch, Penner.
Oh Mann, ich würde das echt gerne sagen, aber ich brauche die Kohle. Ich dachte an sich mehr an bezahlte Arbeit. Aber egal. Ich bringe euch hin. Pilgerfahrt. Okay. Kommt er mit? Ja. Genug. Es reicht. Der hat sich einfach aktualisiert oder was? Was ist denn der dabei? Eichengift. Aber gut, dass er Entdeckung geht. Wo muss ich denn? Irgendwo da hinten hin. Ach du Scheiße. Diese morastigen Löcher müssen Lehmgruben sein. Tongruben, da arbeiten diese Irren. Die sahen ganz normal aus. Ziegelbrenner tun Fremden gegenüber immer so, als wären sie normal, verbergen ihren Glauben. Wisst ihr, dass diese Schwachköpfe Fischmenschen anbeten? Menschen glauben die seltsamsten Dinge. Aber schleimige Reptilien mit Glubschaugen anbeten? Diese Wodianoi können nicht mal sprechen. Man muss mit Hilfe von Objekten kommunizieren. Geht es etwas ausführlicher? Menschen hinterlassen auf speziellen Altären Objekte. Jedes Objekt hat eine symbolische Bedeutung und wird sinngemäß interpretiert. Die Wodianoi antworten auf dieselbe Weise. Was für Objekte? Weiß nicht. Ist mir auch egal. Da müsst ihr schon mit einem Gläubigen reden. Aber Ziegelbrenner geben sich bei potenziellen Gotteslästerern eher zugeknöpft. Das sind ein ganzer Arsch voll Ertrunkener, wenn ich das mal so sagen darf. Genug, es reicht. Ich bin tot. Wow, wieso hat die so viel Schaden gemacht, Alter? Ich habe nicht gespeichert zwischendurch, ne? Weil ich doof bin. Tempelbezirk. Ha! Autosave! Was? 20:56 Uhr. Was? Scheiße! Echt jetzt? So spät? Ach, hör auf! Das Spiel speichert nicht automatisch. Also doch, aber... Okay. Ich glaube, wir haben gerade die... Damen befreit, ne? Scheiße. Oh, ist das bitter. Oh, ist das bitter. Oh, ist das bitter. Das ist aber richtig bitter jetzt. Oh, ficken. Ach, du Kacke. Verdammt, macht was. Das ist ja gar nicht mal so gut. Oh, okay, davon brauchen wir nur drei.
hier rüber. Das rüber, das rüber. Das, das, das und das. Also das und auch noch das mit. Oh, das ist so bitter. Oh, 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 oh. Das rüber, das rüber, das rüber, das rüber, das rüber, das rüber, das behalten, das verschenken, das verkaufen, das verkaufen, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich auch noch nicht. Eine Grundzutat für Tränke, habe ich davon was anderes? Das hier. Oh, ist das bitter gerade. Das ist ja kacke, Alter. Einfach mal eine halbe Stunde weg. Wieso habe ich denn nicht gespeichert, Alter? Gott, wie dämlich kann man denn sein? Das kann auch rüber. Das auch. Das ist hart jetzt. Das ist wirklich hart. 8.30 Uhr. Oh, ist das... Oh, ja, geh dir mal einen Kaffee machen. Oh Gott. Scheiß die Wand an. Wie ihr wollt. Oh, das fuckt jetzt aber ein bisschen ab, Alter. Wieso speichert der denn nicht, wenn ich die Map wechsle? Das wäre doch viel sinnvoller. Es hat keinen Sinn, den Himmel zu verfluchen. Eine Geißel der Götter, sag ich. Eine Geißel der Götter. Das wäre doch so viel sinnvoller. Könnte es nicht verfluchen. Wenn er die Map wechselt. Dass der dann speichert. Das ist ja richtig scheiße jetzt. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal mit der Oma einsaufen. Das Eck. Ich bin Der weiße Frost kommt. Ich spüre es in den Knochen. Ihr wisst nicht, wie es ist, im hohen Alter in einem kalten Haus zu leben. Was will die? Ist das ein Schal? Hinaus! Einfach so in mein Haus zu... Aber... Die wollte doch... Hä? Wie jetzt? Jetzt will die nicht mal mehr saufen? Oder will die Handschuhe haben? Willkommen, Süße. Trinkt eine Tasse und leistet einer alten... Ja, das ist schon besser. Die hat jetzt 3 getrunken. Was? Ihr seid ja betrunken. Gar nicht wahr. Raus! Lasst euch nie mehr hier blicken. Wie jetzt? Was? Ihr seid ja betrunken. Raus! Muss ich dafür mehr abkönnen, oder was? Ich lade jetzt neu. Was? Hä? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung, bin ich zu blöd für oder so. Wolkenbruch! Ich
Passierschein. Kann ich jetzt vielleicht doch raus? Ach, guck mal, die sind schon da. Was? Wo sammelt... Wenn ich das... Erwartet eine Flut. Ich gehe in den Sumpf. Wenn ich... Seid... Ihr müsst... So, was erledigt? Was ist er jetzt fällig? Was kann ich... Kannst du haben. Ist er auch da? Nö. Was wie ein Wolken. Oh, ihr seid unheimlich. Die kommen nur mir hinterher, solange ich mit denen rede. Es regnet so stark, dass ich nicht kann. Das ist ja nervig, ey. Kann ich da jetzt rein? Was wie ein Wolkenbruch. Hm. Es regnet so stark, dass ich nicht sehen kann. Ich glaube, ich habe die Wäsche draußen. Hier ist wenig Alkohol drin. Ne? Und Tee gibt's ja nicht, ne? Es zieht ein Sturm auf. Es wird überall matschig. Der Schlächter von Blaviken ist in der Stadt. Wenn ihr ihn seht, dann lauf. Ja, hi, das bin ich. Guten Tag. Aber kannst jetzt mal langsam 9 Uhr sein? Meine Fresse. Hallo, Fremder. Seid gegrüßt. Ich hörte, dass Rivien von einer weisen und starken Königin regiert wird. Sie war einst eine Schönheit, jedoch wurde sie im Krieg verwundet. Jetzt ist ihr Gesicht vernarbt. Ihr seid sehr weltgewandt. Moderne Frauen müssen sich in der Welt auskennen. Unbedingt. Was würdet ihr gern wissen? Habt ihr Neuigkeiten über einen Hexer in der Stadt gehört? Ja. Angeblich soll es der weiße Wolf sein, dem es vor allem Zauberinnen angetan haben. Er mag alle Frauen. Magische Fähigkeiten hin oder her. Wenn ihr hübscher wäret, könnte ich euch mit ihm verwechseln. Es ist schwer, einer Legende gerecht zu werden. Was meint ihr damit? Ich bin Hexer Geralt von Rivien. Ach, das glauben die mir nie. Gebt mir ein Geschenk, das ich meinen Freunden zeigen kann. Ein Kleid? Tolle Idee. Ein andermal. Ich hab kein Kleid. Wo soll ich jetzt ein Kleid herholen? Die Klatschbase. Es regnet und es schüttet. Der Typ hier ein Kleid? Ich habe noch schon mal ein Kleid gefunden. Was? Alles wird nass. Ein Schal. Ein roter Schal. Ja, kein Kleid. Wo soll ich jetzt ein Kleid herzaubern? Keine Ahnung, wo ist denn der Sack, Alter? Es zieht ein Sturm auf. Oh, ihr seid unheimlich. Das schüttet ja wirklich wie aus Eimer. Oh, ihr seid unheimlich. Dann erledigt das Wetter. Oh, ihr seid unheimlich. Wolkenbruch. Das schüttet ja wirklich wie aus Eimer. Wo bleibt der Blödzwerg? Wie traurig, wenn es regnet. Ja, ich weiß nicht mal, wo ich Kleider herkriegen soll. Ach, scheiße, jetzt auf das Brief machen, ehrlich. Was willst du, Blag? Oh, ihr seid unheimlich. Verpiss dich. Oh, ihr seid unheimlich.
Eine Geißel der Götter, dieser Regen. Was für ein Wolkenbruch. Eine Geißel der Götter, dieser Regen. Ich weiß nicht, wo ich ihn gleich herkriegen soll. Also der Geschenkeverkäufer hat keine Kleidung. Ich muss den ganzen Scheiß nochmal machen. Voll mies. Wieso hat der denn hier nicht gespeichert? Hier zum Beispiel. Oder wenn wir in den Sumpf gehen. Verstehe ich nicht. Wollte illegal sein. Hat das Spiel nicht Auto-Saves? Oder bin ich jetzt blöd? Also hat es ja, aber... Nee, nicht alle paar Minuten. Okay, schade. Don't even nicht... So viel Quatsch brauche ich jetzt nicht. Das klicken wir jetzt so weg. Ihr schon wieder? Seid ihr? Der bin ich. Reden wir. Ja? Ich denke, ihr irrt euch. Warum so defensiv? Wenn das so ist, bringt mir drei ab. Ich habe ausgezeichnet. Großartig. Sie sind nicht gut für euer Geschäft. Alle Läufer. Das würde und solltet ihr... Es... Ich helfe... Auf... Ja? Wie ich hörte... Ja, ich... Wie... Es sind... Mit dem... Oh. Red... Ja. Wie lauft... Klappe... Lebt wo... Ja. Okay, warte auf meinen nächsten Zug. Sicherer Hafen ist markiert. Jetzt rennt der da hinten rum. Ich persönlich habe nichts gegen Hexer. Aber ihr solltet die Straßen dieser Stadt nicht betreten. Was für ein Wolkenbruch. Trans. Wohin? Ich. Bringt die. Wie oft? So, kann ich das überspringen? Ja. Sehr gut. Ja, genau. Aber diesmal speichere ich vorher. So, jetzt müssen wir erstmal wieder mit allen quatschen. So, einmal speichern. Hier war sonst nix. Aus ein neuer Stein. Kunde? Ertrunkene und nasse Füße. Bewehr ein Schanif und Kopf. Ich. Wer der war? Papp. Lebt. Und tschüss. So, warte, bevor ich jetzt mit dem Opa rede, gucke ich mir erstmal hier einmal schnell um. Sieht wie ein Dorf von Ziegelbrennern aus. Da rennt ein Ertrunkener rum. Wo ist meine Katze? Jüngst konnten wir die Geburt von Drillingen feiern. Ein gutes Ohr. So, dann ist jetzt der Opa drin. Hallo. Ich. Mir. Schon. Ja. Ich. Ich. Dann Pilgerfahrt. Hochkarte verfolgen. Speichern. Und jetzt müssen wir hier irgendwie... durch den Sumpf kommen. Genug, es reicht. Genug, es reicht. Der hat keinen Loot dabei? Der hat keinen Loot dabei. Reicht.
Themen. Genug, es reicht. Genug, es reicht. Oha, hier kommen jetzt alle an. Keine Sequenz heute. So, einmal schnell speichern. Falsches Schwert.